Ehemalige King of Pop will angeblich ja wieder auf Welttournee. Was in London jetzt gerade los ist, Dan Farrington und Kena Amor berichten. London vor circa einer Stunde. Es sieht aus, als wäre ein unbekanntes Flugobjekt gelandet. Wir sehen den Ex-King of Pop beim Verlassen seines Hotels. Es geht also in der Tat irgendwie um ein Alien. Michael Jackson ist auf dem Weg zu einer Pressekonferenz in der Londoner O2 Arena. Der 50-Jährige will heute verkünden, dass er nochmal auf Tour kommen will. Sein ehemaliger Manager Dieter Wiesner, zurzeit mit seinem Schützling Nisha auch in London, um einen Preis abzuholen, macht sich so seine eigenen Gedanken über Jackos Vorhaben. Ich glaube, dass es keine einfache Entscheidung war, für ihn nochmal zurück auf die Bühne zu gehen. Denn Michaels letztes echtes Konzert ist 8 Jahre her. Und sein Comeback-Versuch bei den World Music Awards 2006 war ein totaler Flop. Vor kurzem noch sahen wir Bilder von Michael Jackson im Rollstuhl. Doch die Meldungen über Hautkrankheiten und Rückenleiden hält Dieter Wiesner für übertrieben. Ich habe ihn getroffen und sein Gesundheitszustand ist perfekt. Er ist gut drauf. Also an so etwas kann es nicht liegen. Das dürfte alles okay sein. Neben gesundheitlichen Problemen sind seit Jahren Jacksons finanzielle Sorgen ein Thema. Hierin sieht sein ehemaliger Manager den Hauptgrund für Michaels geplante Rückkehr auf die Konzertbühnen. Ich glaube wirklich, dass die Situation, alles was auf ihn zukam, nicht einfach war. Even some folks who disagree. Sonst würde er sowas nicht mehr tun. Michael Jackson selbst scheint jedenfalls fest an den Erfolg seiner Tour zu glauben. Die geplante Versteigerung von tausenden persönlicher Erinnerungsstücke aus seiner Neverland Ranch ließ er jetzt jedenfalls vorerst stoppen.